Moin und herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Last of Us Remastered. Ich bin zurück zu Joel. Hier gerade so ein bisschen in der Falle. Oh je. Oh Gott, ich muss schnell weglaufen. Ah, die haben hier schon mich voll aufs Korn genommen. Oh, da hinten stehen sie, die kleinen Schweine. Aber irgendwie sehen sie mich gerade nicht. Kann das sein? Ich muss sie versuchen, aus der Ferne abzuschießen. Die haben mein Pferd getötet, die Schweine. Nein! Scheiße! Ich habe keine Munition mehr. Ah, ich habe ja noch das Jagdgewehr. Okay, okay, alles klar. Achtung. Baby, zwischen die Augen. Yeah! Kann ich nochmal nachladen? Wie war denn das? Ah ja, so, genau. Das ist wieder eine neue Sitzung. Das heißt, ihr wisst, wie das ist oder wie das läuft. Ich muss erst immer mal wieder ein bisschen klarkommen auf die Steuerung. So. Ah ja. Wunderbar, gleich Munition gefunden. Da bin ich noch voll. Apropos voll, ich kann ja mal gucken, kann ich was craften? So eine Sprengfalle ist, glaube ich, eine gute Idee, die mal zu craften. Vielleicht sogar zwei. Wenn ich in die Verlegenheit komme, Fallen stellen zu können, dann ist das, glaube ich, ganz nützlich. So. Tür auf. Ich sollte aber vielleicht doch eine andere Waffe auswählen. Und die vielleicht mal... Ah ja, okay, alles klar. So. Ein verlassenes Haus. Ist das hier so sicher? Da steckt ein Pfeil. Das ist schon mal gut. Pfeile sind meine Freunde. Ich muss mich gleich dafür entschuldigen, wenn ich so ein bisschen nasal spreche, aber ich bin... Was? Irgendwer sieht mich. Wer sieht mich denn? Ja, ich bin ein bisschen krank. Meine Nase ist verstopft so ein bisschen und ich muss ab und zu mal ein bisschen schniefen. Ich weiß nicht, es ist mal schlimmer und mal besser. Also, keine Ahnung. Da müsst... Scheiße. Ah, ups. Das ist ja gar nicht mal so gut jetzt. Moment. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Die sind da schon draußen und wollen hier gleich reinkommen. Wo ist denn hier die Tür? Wo ist denn hier der Eingang? Wo können die denn reinkommen eigentlich? Da, oder? Wer hat mich denn jetzt wieder von... Ah! Kacke. Das war gar nicht so schlecht. Ah, scheiße! In den Kopf. Ja, ja, ja. Okay. Mann, die ist ja geiler als Pocahontas hier mit dem Bogen. Ah, scheiße. Schon wieder. Ah, wer schießt denn da immer? Welche kleine Made schießt denn da? Muss nachladen. Ah, da. Hab ich ihn? Warum ist es jetzt so dunkel geworden plötzlich? War denn das jetzt so dunkel? Ganz kurz war es ganz dunkel geworden. Das Bild. Spannerei. Ich habe es, glaube ich, gerade hinter mir laufen gehört, oder? Oder war ich das? Scheiße. Mann, das geht ja hier schon wieder so krass los, ey. Wahnsinn. Erst ist mein Pferd gestorben, dann, ich bin auch mal ganz kurz gestorben. Als ich reinkam, ging es nämlich direkt los, als ich unter der Klippe gesessen habe. Und da ist sie direkt erschossen worden. Ich konnte nichts machen. Ich wollte erst meine Anmoderation machen. Ihr habt das vielleicht gemerkt. Ich musste das alles ganz schön überstürzt machen. Weil das da direkt in die Action ging. Und ja, das war ein bisschen Holter die Polter. Ein Pfeil. Wie, ich bin voll mit Pfeilen. Das geht ja mal gar nicht. Ich brauche dringend eine Werkbank, dass ich meine Pfeilkapazität ein bisschen erhöhen kann. Ich habe, glaube ich, gerade jemanden laufen gehört, oder ich war's. Sollte ich mich mal heilen? Ich heile mich mal. Ja, ist jetzt nicht unbedingt so viel Gesundheit, die ich da verloren habe, aber... Ich glaube, es kann nicht schaden, wenn man voll aufgeheilt ist.
Also Moment mal, sie hat gerade gesagt, sie möchte am liebsten zu Joel zurück. So, aber sie geht doch gerade in die völlig falsche Richtung dafür. Oder? Sie geht doch gerade in die entgegengesetzte Richtung. Manchmal verstehe ich sie nicht. Auf jeden Fall, in den Häusern sind auf jeden Fall bestimmt sehr viele... Okay, Alkohol fehlt. Alkohol, jawohl, dann können wir gleich mal ein neues Medkit bauen. Gut, haben wir das auch erledigt. Der Alan, den möchte ich an der Stelle mal grüßen, den Zuschauer Alan, der hat gesagt, dass das hier mein bestes Let's Play sei. Erstmal danke für dieses Lob. Ich kann das immer sehr schwer beurteilen, wenn es um die Frage geht, was ist gut und was ist schlecht. Deshalb bin ich auf so ein Feedback immer angewiesen. Es ist natürlich immer ein bisschen schade, wenn dann eher wenig Zuschauer zugucken, ne? Wie hier bei Last of Us. Es sind zwar immer dieselben 16, habe ich so das Gefühl, beziehungsweise dieselben, manchmal sind es auch 20. Es sind immer irgendwie dieselben, aber es sind irgendwie nie... Es kommen irgendwie keine neuen Zuschauer dazu. Das ist ein bisschen schade. Also wenn ihr der Meinung seid, dass das hier irgendwie ziemlich gut gemacht ist, dann könnt ihr das gerne teilen. Damit es mehr werden, damit sich das ein bisschen rumspricht, ja. Auch wenn ich ab und zu mal etwas faile und so, ja, und wenn ich mit der Schrotflinte auch mal zu weit wegstehe, wenn ich schieße. Ach Mann, ey. Warum sehe ich denn die Säcke immer nicht? So viel zum Thema failen. Lauf, 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 renn doch. Renn doch. Nein, nicht rüberspringen, ah! Ah Gott! Ich geh in Deckung! Boah, sie ist aber ganz schön träge schon wieder, ey. Dafür, dass sie ein Kind ist, steuert sie sich ganz schön träge. Fuck. Ah! Kacke. Moment mal, andere Waffe. Diese Waffe, bitte. Wo ist denn der Vogel jetzt? Ah, da ist er. Ha! Wo kommt der denn auf einmal her? Ah! Scheiße. Nein! Was? Woher kam das denn jetzt? Oh Mann! Was war das denn? Diese Schweine, ey! Wie sie da überall rumlungern! Ich hasse sie! Ich hasse sie! Diese verdammten... Penela! David wollte sie lebend. Er kann das nicht bestimmen. James hat gesagt, dass sie das bei der Uni war. Wie viele von uns sind dort gestorben? Da. Zu viele. Oh, noch einer weg. Da ist noch ein Sack. Ah, scheiße. Ich hab noch zwei Schuss. Gott. Oh nein, komm. Der letzte muss sitzen jetzt. Wo ist der denn jetzt schon wieder hin, ey? Und hinter mir habe ich schon wieder keuchen gehört. So, jetzt muss ich hier den Bogen nehmen. Ach, ist das ein Stress hier schon wieder in diesem Spiel. Wahnsinn. Ah! Mann! Nein, das wird doch nichts mit dem Bogen gegen Pistole. Stopp! Mann! Mann, ey. Das gibt's doch alles nicht. So, jetzt hole ich mir noch die Pfeile, die hier waren. Da sind auch noch Pfeile. Nicht die Tür aufmachen. Nein! Du sollst die Pfeile aufsammeln, nicht die scheiß Tür aufmachen. Herrgott nochmal. So, jetzt kann ich aber ein Medkit gebrauchen. Ah, sie kann auch laufen und sich dabei heilen. Das ist ja auch interessant. Das wusste ich auch noch nicht. Obwohl ich das Spiel jetzt schon ziemlich oft und ziemlich lange spiele, wusste ich das noch nicht. Dass sie das kann, dass sie sich im Laufen... Also, dass die Charaktere, die man spielt... Joel kann das dann wahrscheinlich auch. Muss die Leichen durchsuchen. Ich brauche denen ihre Munition ganz dringend. Duck dich mal, Mädel. Also, wieder alles... Ja, ich muss wieder alles aufsammeln, was ich schon aufgesammelt habe.
Das ist leider ein bisschen nervig bei dem Spiel. Wenn man gestorben ist, muss man das alles nochmal aufsammeln. So, jetzt machen wir mal ein weiteres Medkit. Und die Knarre können wir mal nachladen. Die ist gar nicht so schlecht. So, und diesmal gehe ich hinten raus und nicht vorne. Schön ins nächste Haus. Das war nur ich. Einfach immer den Kopf unten halten und schön in Deckung bleiben. Jawohl. So, und jetzt wird's kritisch. Ich glaube, hier haben sie mich vorhin gekriegt. Ja, da an der Stelle. Erstmal ein bisschen gucken. Erstmal die Umgebung ein bisschen abscannen. Aber ich glaube, ich kann da einfach rüber, oder? Liegt hier was? Liegt hier was? Habt ihr was fallen lassen, ihr Deppen? Ah ja, da. Ach nein, doch nicht das Ding. Er hat auch was fallen lassen. Eine Schrotflinte. Neue Waffe, Schrotflinte. Sehr gut. Die können wir gleich mal nachladen. Halten zum Wechseln. Komm. Pack die Muni rein. Genau. Sehr schön. So. Ich nehme trotzdem den Bogen wieder. Der Bogen ist nämlich schön lautlos. Wenn ich es denn mal schaffe, dass die mich nicht sehen. Kann ich hier rein? Ja, ist jetzt wieder die Frage. Steht da wieder dieser Typ? Moment. Jetzt müssen wir gerade... Ah, da oben steht einer. Okay, ist klar. Den habe ich gesehen. Es sind sogar zwei, oder? Da stehen zwei rum da oben. Die warten doch nur darauf, dass sie getriggert werden. Das können wir gerade mal probieren. Wann werden die denn getriggert, die Jungs da oben? Ist hier hinter der Ecke einer? Jawohl, ich wusste es. Wie sie hier nur darauf warten, dass ich um die Ecke komme, ne? Das ist unglaublich. Die kleinen Schweine, ey. Die kleinen, miesen Schweine. Okay, aber ich kann ja den... Wer sieht mich denn jetzt, bitte? Wer hat mich denn da... Ah, okay. Verstehe. So, wenn ich jetzt anlege und ziele, wer sieht mich dann? Die da oben schon mal nicht. Eigentlich nur der Typ da gegenüber kann mich sehen. Wenn ich hier noch ein Stückchen rüber gehe... Kann der mich auch nicht mehr sehen. So. Jetzt kann ich ziehen. Was? Warum macht das? Wer sieht mich denn? Das hat überhaupt keinen Grund hier zu machen. Das Scheiße. Okay, ganz vorsichtig, ja. Ich möchte hier mal ein bisschen besser durchkommen diesmal. Okay. Das muss ich echt schnell machen, kann das sein? Höher zielen, Mädel. So nicht. Das war gut. Möchte aber gerne nochmal in den Supermarkt gucken. Könnte ja sein, dass da was Wichtiges drin ist. Ja, irgendeiner sieht mich. Irgendeiner sieht mich doch hier noch. Ist es der Typ da gegenüber? Der hat aber gute Augen. Muss ich mal sagen an der Stelle. Also, bessere Augen als viele andere hier in dem Spiel. Ah, shit. Ich muss gleich die richtige Höhe erwischen. Gut. Puh, das war nicht schlecht. Kann ich jetzt sicher zurückgehen nochmal? Sieht ganz so aus, ja. Denn ich möchte nochmal hier rein. Jetzt nehme ich viele schöne Sachen, die kleinen Kindern Freude machen. Ah, das ist ja echt fies gemacht. Man geht, weil man denkt, im Supermarkt ist viel Zeug. Geht man zuerst in den Supermarkt, kommt hier raus und dann kommt und dann steht der Typ da links und erschießt einen gleich. Diese Schweine. So, jetzt gehe ich nochmal zurück, denn da waren ja noch Pfeile im Haus. Die möchte ich mir gerne noch holen. Hier ganz hinten waren noch Pfeile. Frische Pfeile waren da, oder? Hä, waren hier nicht noch Pfeile? Da, genau. Einer noch.
Man kann nie genug Pfeile haben in dem Spiel. Hey, hier war ich noch gar nicht dran. Oh, das hätte ich beinahe vergessen, das Zeug hier. Das nehmen wir natürlich mit. Das lassen wir nicht verrotten. So, was haben wir hier? Nee, das ist nur Quatsch. Okay. So, wo kann ich jetzt hingehen? Oh, das ist so krass. Spannende Angespanntheit schon wieder irgendwie. Ich glaube, ich gehe erstmal in dieses Toilettenhäuschen. Ins Toilettenhäuschen. Vielleicht gibt es hier Drogen. Nee, aber Alkohol en masse. Alkohol. Und... Oh scheiße, Moment. Da sind ja noch die Typen da oben. Die habe ich ja ganz vergessen. Was? Ah scheiße, die sehen mich da, ne? Das sind jetzt die Typen da oben, die mich gesehen haben, oder? Da muss ich mich schnell bewegen. Ah, was? Da war was. Eine Flasche, ganz toll. Wegen einer Flasche bin ich hier ins Männerklo rein, oder was? So, jetzt muss ich wieder aufpassen. Jetzt muss ich ganz, ganz doll aufpassen. Obwohl, hier ist eine gute Deckung eigentlich. Ah! Moment, da müssen wir hin. Das müssen wir uns holen, was der fallen gelassen hat. Schrotflintenmuni. Können wir die gleich nochmal ein Stückchen weiter aufladen. Immer schön alles reinpacken. Da können wir auch nochmal nachladen. Aber irgendwie finde ich das ein bisschen schwachsinnig, weil ich habe ja mit dem Joel die Waffen schon so modifiziert, dass da mehr Kugeln reinpassen. Jetzt benutzt sie doch eigentlich auch nur dieselben Waffen. Warum sind denn die Modifikationen da nicht übernommen worden? Das verstehe ich nicht so richtig. Aber naja, egal. Das ist wieder so ein bisschen unlogisch, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich einmal eine Waffe verbessere, dann ist die doch verbessert, oder nicht? Dann ist die doch nicht wieder rückgängig verbessert, wenn ich die jemand anderem gebe. Naja, egal. Auf jeden Fall ist die Episode hier an der Stelle schon wieder zu Ende. Mal gucken, ob ich es in der nächsten Episode schaffe, mich zum Joel durchzukämpfen. Ich hoffe. Mal gucken, wie oft ich noch fehle. Bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.